Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 mit einer ganzen Menge Mods, wie man das hier gerade so schön in der Ferne sehen kann. Es leuchtet auch so schön. Beim letzten Mal haben Harold und ich eine Reise zu unserem Sortierkeller angetreten, wurden aber von ein paar schwachen Gegnern angegriffen und haben alles kaputt gemacht. Wahrheit? Wir wurden von starken Gegnern angegriffen und wurden kaputt gemacht. Und pünktlich dazu ist mein Spiel abgestürzt. Aber das ist kein Problem, ich wette, beim zweiten Mal funktioniert es und diesmal werde ich nach Megaton gehen und nicht direkt zum Sortierkeller. Dann haben wir eventuell noch ein wenig Distanz zwischen mir und den Yaogwais. Eventuell. Oder wir sind direkt hier drinne. Wo bist du? Ah, du bist direkt neben mir. Okay, ich entschuldige mich vielmals. Es wäre auf jeden Fall jetzt sehr schlau, mit einer Überlastung in die Gegner reinzurennen. Das mache ich auch jetzt gerade einfach mal. Denn dann kann ich sehr viel besser weglaufen, weil ich so viel schneller bin und alles. Seid ihr überhaupt... Ah, da seid ihr doch. Ich höre euch. Mein Gott. Wartet, ich helfe. Ich helfe. Oh Gott. Das ist... Oh, Vorsicht, Vorsicht. Geht doch nicht alle in mein Visier, ihr Vollidioten. Das Ding ist leicht gigantisch. Da oben sind noch die Yaogwais oder worauf schießt ihr? Schießt ihr nur so aus Spaß? Geht's dir überhaupt gut? Ja, sei mal froh, dass du nicht organisch bist. Oh, und Snocky Docky, die sind hier noch unterwegs. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Oh nein, er ist um... Was? Was hat er gerade gesagt? Ich feuere einen Schuss zur Beruhigung. Das hat ihn nicht beruhigt. Das hat ihn getötet. Was ist das? Ein junger Ödlandgecko. Okay. Wirst du mich attackieren, wenn ich dich eine Weile nicht angucke? Wahrscheinlich. Die Händler dürften auch langsam... Hi. Willkommen. Wo sind die Händler? Denn ich bin fett überlastet. Kann ich bei dir etwas verkaufen? Nein? Ja, ja, muss ja nicht ausfallen werden. Moment. Ihr seid jetzt nicht alle da oben, oder? Ihr seid jetzt nicht alle da oben. Okay, seid ihr nicht. Wo ist Harold? Alle haben sich verzogen. Gehen Sie zu Moriartys. Ja, nix Moriarty. Wo ist mein Kollege? Das hat bestimmt dieser dämliche Gecko da unten gefressen. Jetzt gibt's aus dem Maul. Okay, nein. Der arme Ghetto, wollte ich sagen. Das arme Ghetto. Dem darfst du doch nichts tun. Mein Gott, das arme Ghetto. Das Ghetto-Vieh. Okay, absolut nicht. Wow, diese Textur. Wow. Absolut wundervoll. Und ich beeile mich, bevor das Spiel abstürzt oder sonstige kleine Späßchen hier wieder passieren. Denn das passiert hier draußen ja immer sehr, sehr gerne. Und einfach nur mal so werde ich hier ein wenig schon mal wegschmeißen, denn ansonsten werde ich ja nach drinnen humpeln wie ein Bekloppter. Bitteschön. 115 EP kriegen wir. Wow. Wer wird denn schon im Rang aufgestiegen? Status in der Sammelgilde. Ich bin ein Stöberer. Okay, wir könnten auch Kronkorken dafür nehmen, aber ihr wisst ja, wie ich dazu, sagen wir mal, geöffnet bin. Ich persönlich, wow, mir fehlen noch zwei. Super. Davon fehlt mir auch noch. Ja, okay, dann hole ich erstmal das Zeug von drin, ne? Dann sehen wir uns später. Ich bin immer noch überlastet. Achso, ah, scheiße, wir haben ja gar keinen Whisky mehr, Intus. Oh Gott, kein Whisky mehr. Das kann nicht sein. Oh, du bist wieder hinter mir. Ich habe nämlich Schritte gehört. Okay, die haben wir schon alle gekauft. Hallo. Du hast schon wieder dein schickes Kampfmesser rausgezogen. Werden wir das jetzt den Rest der Folge wieder sehen? Oder ertragen müssen? Wir hätten eine... Jede einzelne der Standardwaffen, die es in diesem Spiel gibt. Was haben wir? Boah, Tabletten. Harold, hast du das gehört? Du kannst ja auch das Ding mitnehmen. Würde dich das überzeugen, dein Messer nicht mehr zu nehmen? Und hier haben wir echt den besten Handwerker aller Zeiten ans Werk gebracht. Wie lang muss bitte der Nagel sein, dass der etwas bewirkt? Nur so als kleine Frage. Guck mal, wie viele Nägel da oben drin sind. Ist das so, modern heutzutage, sondern so als Frage, ist das eine spezielle Holzsorte, Nagelholz? Da guckt einfach noch so ein 3, 4, 5 Zentimeter Nagel raus. Einfach nur so. Also der Nagel muss wirklich schon fast einen Meter lang sein, damit der überhaupt einen Effekt hat. Ich kapier absolut den Sinn davon nicht. Ich sag da jetzt nichts zu. Das hat absolut keinen Sinn, aber das interessiert ja keinen.
Wunderfleisch zu bereiten. Ich gucke jetzt einfach mal, was das bringen würde. Was besitze ich denn davon nicht? Maulwurfsrattenfleisch? Ich glaube, das Maulwurfsrattenfleisch besitze ich nicht, oder? Meierlöck. Ne, Nuka-Löck-Fleisch. Ne, das andere. Hä, das habe ich doch. Hab ich das da reingetan? Ne, das war der Nuka-Kühler. In die Kiste schauen. Da haben wir Ameisennektar. Aus irgendeinem Grund war der da von Anfang an drin. Haben wir. Ne, hier haben wir das auch nicht. Nahrung eventuell. Nö, da haben wir's. Hä? Ah, habe ich das beim nächsten. Ah, ich werde. Ich habe das verkauft. Harold, warum hast du mich nicht davon abgehalten? Jetzt geh mir aus dem Weg. Harold, mein Gott. Okay, jetzt schauen wir einmal, was wir denn so wieder sortieren können, was wir gleich abgeben können. Deswegen werde ich jetzt erstmal alles, was wir hiervon wieder haben, einmal da reinlegen, um nachher zu gucken, wovon wir die entsprechende Menge haben. Buttermesser, die elektronische Leiter kann ich gleich behalten. Obwohl, dann könnte ich jetzt auch einfach auf der Seite gucken. Okay, auf der anderen Seite haben wir drei. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel ich davon mitnehmen könnte oder nicht. Davon könnten wir aber auf jeden Fall... Waren das vier? Oder ich nehme einfach alles. Oh mein Gott, schleppe mich nach draußen und klicke alles an. Hilf mir. Warum hilfst du mir nie beim Tragen? Jetzt würde er wahrscheinlich sagen, weil ich doch sowieso schon so schwere Bewaffnung bei mir trage. Du hast ein Messer bei dir, mein Gott. Du hast doch bestimmt ein paar Taschen in deiner fetten Rüstung. Sind die Händler jetzt wieder draußen? Du hast bewegt. Oh nö. Wir haben... Nein. Ich habe was Fettes gesehen. Hoffentlich ist das die Kuh, die aus irgendeinem Grund jetzt von da unten kommt. Und kein Yaogwai. Hallo? Ich lade mal durch. Solange ihr hier nur Scheiße baut. Was sonst mein Job ist. Bis auf den Rübser habe ich nichts von Feinden gesehen. Oder gehört. Weil man Rübser auch so gut sehen kann. Außer da kommt eine grüne Giftwolke mit raus. Gab's früher mal, ich weiß nicht, ob früher jemand mal die alten Tekkens gezockt hat, da gab's das tatsächlich als Angriff. So eine Röps-Attacke und dann kam so eine Rauchwolke mit raus. Gut, dass ich die Kameras komplett mitgenommen habe, denn ansonsten hätte es hier nicht gereicht. Man sieht sogar, wie es sich bewegt, das ist doch sehr schön. Die Poolwelle fehlt uns noch einer. Da fehlt uns noch einer. So, die Kernspaltungsbatterien haben wir doch auf jeden Fall. Und die haben wir sogar nochmal. Alter, wir hatten 15 Stück davon. Kein Wunder, dass wir überlastet sind. Wie viel wiegen die? Vier? Alter. Dann haben wir... Oh, Mathe-Genie. 60 Kilogramm voll gebombt damit. Wenn das falsch war, bin ich ein Idiot. Ich glaube es aber nicht. Also bin ich keiner. Also eigentlich schon. Elektrische Leitern wiegen auch massig viel. Dann haben wir jetzt nicht ganz so viele von gehabt. Okay, Zündflammen. Hätten wir noch eine in unserem Ofen. Aber dazu habe ich ja gesagt, die nehme ich ja nicht raus. Weil wegen, wenn du die Zündflamme aus deinem eigenen Ofen rausnimmst, funktioniert der nicht mehr wirklich. Und ich wollte meinen Ofen schon noch verwenden. Also, wir wollen das hier realistisch gestalten. Keine Zündflamme, kein Ofen. So, haben wir davon genug? Nö. Na, jetzt hör doch mal auf alles doppelt drauf zu klicken. Der Reiniger haben wir auch nicht. Das finde ich doch absolut toll. Davon haben wir jetzt welche. Das habe ich eben noch gesehen. Tassen haben wir jetzt auch welche. Trinkbecher haben wir natürlich keine. Ja, wenn ihr das jetzt mehrmals gehabt hätten, wäre das sehr unwahrscheinlich gewesen. Kommt da noch was? Ich will jetzt nicht einfach nur dumm durch die Gegend rumgucken. War da überhaupt... Ach komm, wir gucken jetzt einfach dumm in der Gegend rum. Daraus bestehen doch diese Folgen. Oder etwa nicht. Wenn jetzt irgendwas Fettes da auf mich zugerannt kommt und mich kaputt haut. Dann raste ich aus hier, hör mal. Was war denn das da unten? Das habt ihr doch auch gesehen, oder nicht? Bevor ich hier wieder reingegangen bin, da... Ne, ich bin gar nicht wieder reingegangen. Lustig. Da ist irgendwas Fettes hier unten rumgelaufen. Da unten hat sich was bewegt. Da haben wir höchstwahrscheinlich einen Raider. Aber das war garantiert nicht das, was ich hier eben gesehen habe. Vielleicht ist es auf der Seite runter. Und vielleicht flankiert es mich gerade schon. Und dieser Kackroboter von da oben merkt das nicht. Natürlich ein Snorky-Dorky mit einer Gabel. Bist du aggressiv? Und so ein süßer Kleiner. Oh, ich hab mich voll erschrocken, als sich das Biest umgedreht hat. Mach das nicht nochmal! Das habe ich auch zu sagen. Auf jeden Fall. Geh chill mal in deiner Badewanne. Und dann gib Ruhe. Liegt keiner drin? Harold, du lässt mich die ganze Zeit denken, dass mir das Vieh hinterher rennt.
Okay, ich glaube, es wäre jetzt eine doofe Idee, hier auf den Stein zu springen. Deswegen machen wir das mal, weil Harold wahrscheinlich den Weg drumherum nehmen wird. Und wenn hier tatsächlich ein Vieh rumrennt, wird Harold genau dort reinstürmen. Okay, da hinten hatten wir einen Raider. Und hier hatten wir nichts. Wie ich es schon gesagt, Harold wird einmal quer drumherum laufen und sich wahrscheinlich am nächsten Stein wieder aufhängen. Da ist Harolds Spezialgebiet nämlich drinne. Harolds Ölgebiet. Okay, das war's nicht. Ist eigentlich der Eingang noch da? Der müsste doch da oben sein. Gerade mal gucken. Davon sieht man nichts mehr. Ist vielleicht extra so gemacht? Natürlich. Das mit den Bäumen sieht irgendwie cool aus. Oh, das sah nicht cool aus. Ich hatte damals, das ist schon tierisch lange her, hatte ich mal einen Mod drin, ne? Das war, der Mod hier heißt Green World. Der verteilt so ein paar Bäume. Einziger Nachteil in dem Mod ist, die Bäume sind durchsichtig und ich glaube, man kann auch durchschießen. Ja, weil wir hier jetzt keine Hitbox drauf haben. Das heißt, Harold fängt an zu ballern. Harold, lass dich bloß nicht umbringen. Ich wusste doch, dass du zu dämlich bist, um mal die Schnauze zu halten. Harold! Warum hat er hier so wieder so ein Hasenkostüm an? Mit seinen Hasenöhrchen. So, Harold, ich helfe dir mal, wenn ich ja noch rechtzeitig meine Waffe finde. Oh, er will dich hauen. Schrottklinge Stufe 5. Das halte ich davon. Besern. Schade, dass die Schrottklinge jetzt seinen anderen Arm noch abgewehrt hat. Und warum... Alter, das sah schon irgendwie geil aus. Der Kopf rollt und er knallt nochmal drauf und der Kopf rollt schneller. Eine Kamera. Wie viele hatten wir denn? Ich glaube, wir hatten genau 5. Das heißt, ich brauche gar nicht ausprobieren, das Zeugs hier wieder wegzutun. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, dass man zerbeulte Blechdosen tatsächlich benutzen kann, oder? Bewegt sich da was? Sah so aus wie was Kleines, was gerade den Kopf zur Seite bewegt hat. Und es ist unglaublich, dass das Spiel noch am Laufen ist. Das grenzt an einem Wunder. Aber ich will das Wunder mal nicht erwähnen. Denn wenn ich das Wunder erwähne, passiert ein zweites Wunder und zwar das Spiel stürzt ab. Was für ein Wunder. Sowas ist ja noch nie passiert. Noch nicht in meinem ganzen Leben. Wir können zwar eine Todeskralle kaufen. Und die nennen wir dann Bingo. Oder Spacken. Ah, Spacken ist ein geiler Name. Umwandeln in Altmetall. Okay, funktioniert noch nicht. Wie lerne ich das, Harold? Wie lerne ich das? Du musst doch irgendwas wissen. Wenigstens irgendwas. Er guckt mich an. Nö. Ich weiß aber nichts. Wozu bräuchten wir eigentlich Altmetall? Ich weiß, dass wir das bei diesem alten, etwas älteren Spacken, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, das ist nämlich der Typ, der uns die ganze Zeit anbrüllt, während er normal mit uns redet. Und wo ich mir die ganze Zeit denke, halt Maul oder red leiser. Red bitte einfach nur leiser. Und ich weiß ganz genau, was ihr jetzt gerade denkt. Und zwar, sortiert den dämlichen Scheiß jetzt ein. Ich hoffe, das habt ihr gedacht. So, die Aschenbecher kommen auch noch rein. Baseball, Gedänse. Keine Ahnung. Ach, egal. Elektrische Leiter. Hammer, die Kamera. Kernspaltungsbatterien. Leere Spritzen konnten wir... Ah, können wir doch neue Stimpaks draus machen, oder? Wir haben noch zweimal Blut mitgenommen in einem Plastikbeutel. Ich nehme mal ab und zu mal so Blut mit. Habt ihr auch hoffentlich nichts gegen, ne? Und das habe ich da jetzt fälschlicherweise reingetan. So, die Tassen noch. Das Sensormodul konnte man, glaube ich, auch abgeben. Das Schachbrett auf jeden Fall. Den Pümpel auch. Endlich mal dem Pümpel einen Sinn zum Leben gegeben. Ist das nicht toll von dem Spiel? Absolut. Löffelgabel. Na, packe ich mal ein. Die Lunchbox natürlich auch. Ein Ledergürtel, Lackierpistole und Zeugs, ja. Haben wir noch irgendwo, ja, Wertsachen und alles. Gibt's hier nicht irgendwas für Schrott oder sowas? Plasmagranaten. Da haben wir unsere Walter. Ah ja, wir müssen jetzt unsere Waffen mal reparieren. Das wäre mal die Idee. Oh, für Energiewaffen haben wir gar nicht so viel. Ich repariere jetzt trotzdem mal den Endolaser, denn das ist deutlich günstiger für uns. Dann kaufe ich die Teile eventuell mal neu. Endolaser! Yay, wie viel Schaden macht er jetzt? 58. Okay, da passt aber noch deutlich mehr drauf. Und das auf jeden Fall. Was haben wir denn noch zu reparieren? Irgendwas? Alter, wo haben wir denn wir die ganzen Waffen her? Unser ganzes Inventar ist wieder voll. Ich habe das immer gern so ein bisschen überschaubar.
Ich überlege, ob ich hier die Plasmaknarre noch mitnehme und die reparieren lasse, denn so bringt die uns nicht so ganz viel. Die kommt aber auch sowieso nicht hier rein. Die kommt nämlich auch nicht bei Spezialwaffen, die kommt bei den Energiewaffen rein. Da kommst auch du rein. Wahrscheinlich ist das ganze Zeug sowieso schon voll, weil ich noch nie sowas da rein sortiert hätte. Eigentlich ist das nur, ich glaube, Laser. Aber egal, der passt auch noch rein. Der Hellfire-Raketenwerfer, den dürft ihr auch gerne einmal haben. Ich dachte, das wäre so ein Spezialdingens-Gedönse. Aber anscheinend ja nicht. Das hat auch überhaupt keinen Sinn, dass die Raketen... Du feuerst genau dieselben Raketen ab. Genau dieselbe Größe. Aber in dem Raketenwerfer machten die einfach mal doppelt so viel Schaden als in dem hier. Das hat absolut keinen Sinn. Vor allen Dingen, das Bild sieht auch ganz genau gleich aus. Das Bild ist aber auch sehr abhängig davon. Okay, große Waffen, das können wir doch reparieren. Haben wir große Waffen? Ja, da haben wir doch eine Menge von. Nehme ich jetzt gerade einfach mal 10 raus und gucke mal, wie viel wir denn dafür brauchen. Reparieren! Wie viel Schaden hat es denn gerade? 71. Oh, für jedes Teil, was wir draufbauen, kriegt das 5 Schaden mehr. Bäm! Und jetzt sogar 6 Schaden mehr. Und nochmal 5 Schaden mehr. Und nochmal 6 Schaden mehr. Ich will mehr. So will ich nicht damit kämpfen. Ich glaube, das ist genau der Wert, ab dem das nicht mehr verringert wird, oder? Einmal gerade gucken. Es bringt es minimal mehr. Haben wir irgendwas, was auch noch 5... Ach, Harold! Mein Gott! Oh doch, Energiewaffen. Unter Energiewaffen fällt auch Plasma. Wenn ich mich da nicht vertan habe. Haben wir, nee, das habe ich alles sortiert. Spezialmunition. Es hat zwar eigentlich absolut keinen Sinn, dass ich das da reingebaut habe. Hammer, Armbrust und Katana-Bauteile. Schön, dass es dafür extra ein Gedönse gibt. Waffenbauteile, Energie. Wisst ihr was? Wir packen jetzt einfach mal den Schrott, den wir finden. Ich überlege, ob ich den Altmetall wirklich erstmal in Geld umtausche, weil wir haben, glaube ich, eine ganze Menge davon. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ich meine schon, hier, das ganze Metall, den Elektroschrott, da war ich mir nicht ganz sicher. Elektroschrott. Der wurde ja erst in Fallout New Vegas eingeführt, glaube ich, oder? Täusche ich mich da? Boah, aber welchen Perk ich sowas von unbedingt gern haben will. Ich weiß nicht, ob es den in Fallout 3 auch gibt. In Fallout New Vegas gibt es ihn aber. Und zwar, dass alles, was unter... ich glaube, unter 10 wiegt oder so, oder unter 15, dass das Gewicht halbiert wird. Oder noch weniger, unter 2 oder so, keine Ahnung. Und dann gab es nochmal einen, der Sachen über 10 nochmal halbiert. Richtig geil, weil du trägst so viel Kleinkram mit dir rum, wenn alles von diesem dämlichen Kleinkram nur die Hälfte wiegt, kannst du die doppelte Menge da mitnehmen. Das ist ja unglaublich, wer hätte das jetzt gedacht? Und die Folge wird übrigens noch so lange gehen, bis ich hier alles sortiert habe, denn eigentlich haben wir das Folgenende ja schon erreicht, aber ich weiß ja, wie ich manche von euch damit quäle. Deswegen überspringen wir das quasi so. Und ich muss mir mal eine neue Konstellation für mein Mikro aussuchen, denn so nervt das irgendwie ein bisschen. Ich kann das auch jetzt schlecht in der Folge allzu sehr verändern, denn dann wird das darauf hinauslaufen, dass der Sound plötzlich eine andere Lautstärke hat. 5,5 haben wir das Ding hier. Ich glaube aber nicht, dass das mehr Schaden macht. Die macht auf jeden Fall eine Menge Schaden. 111, das ist schon eine Menge. Ich glaube ehrlich gesagt wirklich nicht, dass das mehr Schaden macht. Vor allen Dingen, das ist hier nochmal ein bisschen fetter. Und im Normalfall, wenn die Teile fetter abgebildet sind. Also es sieht besser aus irgendwie, keine Ahnung. Wir könnten das auch mal reparieren. Aber es erscheint mir eher als unwahrscheinlich, dass es tatsächlich mehr Schaden macht. Weil das Ding hatte schon im minimalen Zustand mehr Schaden als die 5mm. Deswegen kann ich mir da ernsthaft nicht vorstellen, dass sich da irgendwas verändern würde. Haben wir noch irgendwo Elektrogewehre? Ein Gatling-Laser. Davon finden wir aber auch keine neue Munition mehr, kann das sein? Dann nehmen wir hier noch, da haben wir noch unser Lasergewehr. Das packen wir dann mal in den Laserschrank und ich habe gerade irgendwas vom Tisch gehauen. Wahrscheinlich, scheiße, wie heißt das? Das Dreieck beim Billardspielen, indem du die Kugeln vorher sortierst. Mir fällt der Name nicht ein. Absolut nicht. Was war der Name davon? Vor allen Dingen, ja, der Gatling-Laser noch. Was war der Name hiervon? Dreieck! Das ist der Name? Ich glaube, da gab es doch irgendeinen spezifischeren Namen, oder? Ich kann mir ganz im Ernst nicht vorstellen, dass es einfach nur so heißt. So, dann sortieren wir mal wieder. Ich überlege, ob wir... Sollen wir die austauschen? Ich glaube, die sind ganz genau im selben Zustand. Nee, die hat ein bisschen weniger, deswegen wird die aus dem Schrank entfernt.
Kaliber 32, gerade mal gucken. Da kommt die natürlich weg. Der Crossbow ist so, oh, der ist so unsinnig. Das ist unglaublich. Den können wir echt nur im VRTS benutzen. Ansonsten kannst du den echt in die Tonne kloppen. Das 5mm chinesische Gewehr können wir mal, bis wir es benutzen, quasi die beiden drin behalten. Dann reparieren wir die zusammen. Schwarzpulver kommt da unten mit rein. Ne, hier Waffenbau konventionell, genau. Schwarzpulver und Pulver und Hülsen. Haben wir sonst noch was von unseren Standardwaffen, die repariert werden müssten? Hier haben wir wieder zwei von, können wir gleich eine Version von verkaufen. Die 10mm Pistole würde ich sagen, nehmen wir nicht mit, oder? Obwohl, die macht auf jeden Fall mehr Schaden als die. Das hat absolut keinen Sinn. Warum sollte man dann bitte die hier nehmen, wenn die pro Schuss sowieso mehr Schaden macht? Oder wird das hier, ist das der Schaden pro Sekunde? Das wird ja in Fallout New Vegas wenigstens andersrum gerechnet. Aber hierbei ist man sich da nie so ganz sicher. Die Sniper Rifle hat wirklich nicht mehr sehr viel Munition. Bitte einmal zur Seite gehen, Harold. Dankeschön. Weg jetzt. Weg von dem Schrank. Wie soll ich ihn sortieren, wenn du davor stehst? Ja, guck dir mal den Schrank an. Ist ja auch schön genug, der Schrank. Freust du dich, dass der Schrank so schön heute ist, ne? Packen wir mal die beiden hier weg. Dann haben wir hier ja ein Modell, was ziemlich gut in Schuss ist. Könnten wir eventuell sogar verwenden. Ich glaube. Ja komm, das machen wir jetzt gerade mal und legen dann hier die 10mm Sachen einmal weg, bis wir dafür neue Munition haben. Die Schallgedämpfte könnte man ja noch behalten. Aber eine von den beiden MGs legen wir auf jeden Fall weg. Ich würde mal sagen, erstmal die schwächere. Denn desto länger wir spielen, desto heftigere Gegner kommen, glaube ich, auch. Obwohl, das ist, glaube ich, eher Zufall. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber wir werden halt immer stärker mit den Waffen. Sprich, irgendwann wird diese Waffe genauso gut sein wie jetzt in diesem Zustand. Alter, ich kann mir absolut nicht entscheiden, was ich mitnehmen soll. Kaliber Mauser. War absolut nicht viel Muni für. Das Ding ist einfach nur arschschwach. Okay, nicht arschschwach, aber auch nicht arschstark. Ist das ein ganz normales Jagdgewehr, das wir jetzt gerade mal sehen? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Da haben wir es. Och, das ist doch das ganz normale Jagdgewehr. Und der Zoom ist natürlich wieder unter aller Sau. Och, das sieht doch geil aus. Was für eine Munition verballert das denn? Wahrscheinlich auch den 34er Kaliber. Och, weißt du was? Wenn das Ding jetzt nicht allzu viel wiegt, packen wir es ein. Ja, okay, 7. Okay, packen wir es ein. Ist immer noch weniger, als wenn wir die fette Sniper Rifle dafür dabei haben. Wo haben wir denn die fette Sniper Rifle? Gute Nacht, dein Job ist erstmal getan. Auch wenn ich deinen Mega-Zoom vermissen werde. Die hier wollten wir verkaufen. Obwohl man die auch ganz gut verwenden könnte. Man könnte alles ganz gut verwenden. Ohne Scheiß. Kavelar-Helm. Nee, Kevlar. Kavelar. Ah. Lacht ruhig. Ich höre es durch die Kopfhörer. Kevlar-Helm. Okay. Kavelar. Dann lache ich mich schon wieder selber aus. Dann haben wir hier... Können wir den Kevlar-Helm einmal reinpacken und nicht den Kavelar-Helm. Peng. Haben wir sonst noch irgendwas, was damit rein könnte? Damit werden wir noch mit Geld handeln. Da könnten wir eventuell wieder zu River City gehen, denn da kriegen wir immer eine Menge Kohle. Und dann könnten wir uns doch so eine kleine Kolonie aus kleinen Heralds machen, oder nicht? Da freust du dich doch bestimmt drüber. So viel, wie du mit uns redest. Wenn du das vervierfachst, kommt immer noch nichts raus, weil du absolut gar nicht mit uns redest. Achso, hier ist... Hier haben wir schon Metall drin. Na egal. Werden wir schon irgendwie finden, wenn wir dann da mal reingucken. Achso, genau, da haben wir dann den Altmetall. Den werde ich dann irgendwann einmal eintauschen. Die Waffen, die wir jetzt reparieren, habe ich jetzt leider immer noch nicht nachgeguckt. Okay, wir brauchen aber ernsthaft auch mal einen Händler, der bis zu 100% reparieren kann. Da müsste es doch eigentlich eine ganze Menge von geben. Dann ist das eben ein bisschen teurer oder sowas, aber... Ist doch schade, wenn das wirklich absolut fast gar nicht dabei ist. So, ich lege mal 5 weg, damit wir eins noch damit dabei haben. So, davon kann auch alles weg. Von dem Rest finden wir immer eine ganze Menge. Okay, wie stellt man jetzt... Einmal gerade gucken. Selber entgiften. Wie stellt man... Ah, genau, mit dem Arztkasten. Wie war das? Medikamente...
Der Arztkoffer. Dafür wird zwar mein Karma ein bisschen runtergehen, aber wir sind ja sowieso der Lümmel des Ödlandes. Was sind wir? Der Kreuzritter der Hauptstadt. Wow, das ist mir viel zu hoch. Runter mit dem Arztkoffer. Den haben wir ja gemopst. So, einmal umdrehen. Und einmal 6 Nuka-Cola gleich 1 Stimpack. Das wird sich absolut nicht lohnen. Spritze und Blut. Hey, dafür habe ich nicht mal... nicht mal Karma abgezogen bekommen. Ach so, man kriegt Karma abgezogen, wenn man nichts hat, denn dann nimmt er das automatisch auf. Dann könnten wir doch den Arztkoffer einfach mal hier auf den Tisch legen. Und wenn wir dann die Sachen haben, dann benutzen wir ihn quasi. So, bitteschön. Die Whiskygläser stehen hier auch auf. Schön, dass dann auch das schön rot markiert ist, damit man auf jeden Fall weiß, dass es geklaut ist. Und ich würde einfach mal sagen, den ganzen Kleinkram werde ich in der Zwischenzeit zwischen beiden Folgen einmal editieren. Einmal nicht editieren, sondern wieder ein bisschen rumsortieren. Sprich wirklich nur den Kleinkram, dass wir wieder, was weiß ich, 5-mal Psycho, Jet und was weiß ich alles mögliche haben, heißt genau den Wert, den wir beim letzten Mal hatten, als wir fertig waren. Dann rennen wir los und verkaufen alles, damit der nächste Anfang der Folge nicht so viel mit Sortieren verschwendet wird. Ich würde mal sagen, wir sehen uns und dann haut rein. Ciao.